einer Qualität, die sich nicht nur sehen lassen kann, tolle Musiker, tolle Männer, sondern auch hören lassen kann. Und ich freue mich jetzt riesig, die nächsten Musikanten anzusagen. Sie kommen aus der Obersteiermark, am Fuße des Alpen, dort wo unser berühmter Peter Rossecker herkommt. Nebenbei machen sie Musik. 2009 feierten sie auch schon ihr 25-jähriges Jubiläum und eines ihrer schönsten Fernsehauftritte, die waren ja oft im Fernsehen, 9-mal im Musikantenstadl, 2-mal beim Grand Prix der Volksmusik. Ihr erinnert euch vielleicht an diesen Hit, A starke Frau, das waren sie. 2-mal lustige Musikanten, Krone der Volksmusik. Und ein spezielles Erlebnis hatten sie mit den Stornis beim Musikantenstadl in Island, in Reykjavik. Da haben sie einen wunderbaren Start erlebt und haben das teuerste Bier ihrer Karriere genossen. Ein Bier, ein kleines Glas Bier, kostete in Island 9 Euro. Das sind die Erlebnisse von unseren Musikern, die jetzt auf die Bühne kommen. Meine Lieben, sie sind auch Gründer der Musik Foundation. Tolle Musiker, hier für euch, in diesem tollen Programm der Superlative, die Krieglacher! Jetzt geht's auf! Danke, Markus. Aber einen Riesenapplaus für unseren Markus Wolfert. Super macht das, muss ich echt sagen. Herzlich willkommen hier in Stephansdom, die Krieglacher. Wir sind ja wirklich jedes Jahr hier. Jetzt haben wir aufgespült natürlich hier in Stephansdom dabei. Wir freuen uns immer wieder, dass wir da sind. Sind Sie überhaupt schon da? Sind wir alle da? Ja! Ziegezange, Ziegezange! Ja! Hör mal so, ich brauch ein Summ, jawey! Ich brauch ein Summ und meine Krieg. Selbst verrückte Sachen. Ich brauch Musik für schöne Stunden. So macht das Leben erst das Jahr. Ja, was haben wir? Auf mit den Händen.